Silus geht wieder. Danke, Madel. Was haben wir da? Ein Knopf. Some kind of knob or valve. Looks rusty and immovable. Läufst du auch öfters mit einer Kettensäge rum, Geran, dass du solche Hosentaschen brauchst? Even if I did want to turn this, I can't use my bare hands on this. Aber, nein, nutze. It doesn't work. Was? Wozu kann ich das blöde Ding denn überhaupt benutzen? Exposed wires that look kind of dangerous. Das ist kein Staubkorn da, ne? This must be where any water drains to. An article from 1972 about the factory fire. But the text is faded, so I can't read it. Kann ich das trotzdem mitnehmen? I don't want to pick that up. Okay. Da ist ein Tunnel, da ist ein Staubkorn. Oh, ein Poster. Promotions from businesses that closed down in town. Okay, dann gehen wir mal in den Tunnel. It's a very long. Looks like this valve has been welded into position forever. Doch, klar, Gerard, ich habe auch meine Kettensäge dabei. Man weiß ja nie. Man weiß ja einfach nie. Okay, da können wir rein. Ich gehe gerade erstmal mal geradeaus weiter. Oh nein, das wird doch nicht wieder so ein Labyrinth-Ding werden, oder? Ah, wir sind unter der Main Street, okay. Da ist ein Staubkorn. Ich möchte es nochmal sehen, da. Dangerous Device mit Dangerous Wires. Das ist eine gute Idee, Athanasius. Okay, warte, ich gehe mal eben zurück. Vielleicht können wir das ja anschließen. Offene... Achso, da muss... Moment. Muss sie gar nicht zurück, da muss sie da rein. Sie hat ja das komische Device. Schauen wir mal. Ob das geht. I don't want to go in there. I have Melophobia. Was für ein Ding? I don't want to go in there. Da muss sie doch rauskommen. Sorry. Was auch immer Melophobie ist. Schon nie gehört. Vielleicht Angst vor Melonen und hier könnten ja... überdimensionierte Melonen wachsen unter der Erde. Da. So, du gibst das mal hier. Whatever. Whatever. Dann probieren wir das gleich mal aus. Nutze. I really don't think I should use this. Nee. Ich kann das. Sie will es direkt. Ich kann es nicht mit irgendwas benutzen. First. Maybe I should save the game first. Okay. Oh! I'm pushing it. Was habe ich getan? Was? 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 Nein! Nein! Und ich habe nicht auf sie gehört. Ich habe nicht auf sie gehört und habe nicht gespeichert. Wieso kann man denn hier auf einmal Game Over gehen? Seit wann kann man denn hier Game Over gehen? Ich dachte, das gibt's in diesem Spiel nicht. GG, ja, in der Tat. Okay. So viel haben wir ja zum Glück nicht gemacht. Ja, habe ich auch gedacht, Silus. Na, technisch gesehen sind wir nicht gestorben. Wir haben irgendwas in die Luft gejagt. Wo ist denn das Kabel? Wir haben irgendwas in die Luft gejagt und dann war Game Over. Und ich weiß nicht, warum. So, jetzt lesen wir natürlich nochmal das Tagebuch, ist ja klar. Da müssen wir ja auf dem neuesten Stand sein. So, reicht das hier mit anschauen? It's my hand. Ja, das reicht mit anschauen. Okay, wir nehmen nochmal die Linse. Und wir nehmen das Staubkorn. Gratuliere aus dem Jenseits, Rippchen, ja. Selbst bei Thimbleweed Park sterbe ich. Wo doch am Anfang immer drauf rumgeritten wurde, dass es gar nicht geht. It feels lonely without Uncle Chuck around. Ja, ja, ja.
So, wir nehmen die Quittung, wir nehmen das Tagebuch, wir gucken das mal kurz an. Ja. So, damit sie auch was dazu sagt. Sagt sie nicht. Okay. Wie habe ich das gemacht? Drücke? Ah ja, okay. Schade. So, wir nehmen den Schlüssel. Wir nehmen das seltsame Gerät. Wir nehmen die Röhre. Das war's, ne? Haben wir da reingeguckt? It's Uncle Chuck's check register. Ja. Hi. Das nimmt sie nicht mit, ne? I'm not going to carry this big checkbook around. Warte mal, könnten wir gerade. I don't want to do that. Okay. It would make it look red. Ach, Doug ist hier am Graben. Ja, das war der Hinweis, ja. Sie hat ja gesagt, soll ich nicht vorher speichern? Ich habe aber gar nicht mehr richtig hingehört. Das war das Problem. So, ach ja, glaube, wir müssen noch mal draußen das Kettensägenbenzin holen. Jetzt gehen wir jetzt zu Fuß, obwohl wir die Portaltüren hätten nutzen können. Na egal. Macht ja nichts, macht ja nichts. So, wir nehmen das Benzin. Wir gehen zur Brücke. Ah, schön. Das muss auch mal erstmal jemand schaffen, ne? Also, ich weiß nicht, ob das jeder so hinkriegen würde. So. Gib. Nein, nicht an dich selbst. Nein, ich rede. Gib. Whatever. Whatever. So, nutze Benzin mit Ketten. Oh, gassed up. Und Melophobie, habe ich gelesen, hat irgendwas mit Musik zu tun. Das macht halt gar keinen Sinn. Das soll halt ein Witz sein. So, Kettensäge der Erwartung. So. Gehen wir nochmal rein. Drücke nicht Sicherungskasten, oder? I can't push that. Nee, wo ist denn der Lichtschalter? Ach, da. Drücke Lichtschalter. So. Jetzt sind wir wieder hier. Da war noch das Staubkorn. So, jetzt biegen wir hier schon. Ah, Staubkorn. Biegen wir jetzt gleich schon mal in den ersten Tunnel wieder ab. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hier hin will. Okay, hier kann ich also nichts mehr tun. Alles, sind wahrscheinlich alle fest, ne? Looks like this valve has another. Okay, die sind alle festgeschweißt. Es ist nur so ein kleines. Oh, I gave up looking at dinosaurs when I was 8 years old. Didn't everyone? Okay, das liegt hier im Weg, ja? Okay. Okay, hier liegt ein Dinosaurier-Skelett. Das ist auch sehr schön. Ich hätte jetzt so ein Schildkröten-Skelett cooler gefunden, vor allem Teenage Mutant Ninja Turtles und so. So, jetzt sind wir unter der Main Street. Jetzt sind wir unter der A Street. Also, nimm das. Why have so many of these valves been welded up? Ja, das ist echt seltsam. Didn't I just see this valve? Also hier findet man auf jeden Fall viele Staubkörner. Important safety measure to make sure that people wandering sewers don't walk into a pile of dirt accidentally. I don't need the extra safety of a cone. Okay. A pile of dirt. Okay, das hilft uns auch nicht weiter. So ein Dreckhaufen hier. Wüsste ich jetzt nicht, wie der uns helfen sollte. Oh, was denn hier? Eine Violine. Looks like it's lost a couple of strings. Wollen die mitnehmen? I don't have a warrant for a badly tuned violin.
Tüten. Those bags don't look very interesting. Dann nimm sie mit. I don't have a warrant for random bags. I don't have a warrant for random bag. There's something here. An ice pick. This could be the murder weapon. Ah. Ah. Nothing more to see. Rote Heringe in Tüten. These bags look like an adventure game red herring. Das war aus Monkey Island 1, 2, ich weiß es nicht mehr. Nein, 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 es ist schon die Angst vor schwarzen Objekten. Ach so, okay, schwarze Objekte. I'm confident I have enough adventure game red herrings in my inventory already. Na gut. My nose tells me that my eyes don't want to look at that. Nehmen wir sie mit. I don't have a warrant for stinky shoes. Oh, Pilze. Pilze, Wunderpilze. This might be what Madame Morina wants to trip on. Genau, deshalb nehmen wir sie mit. I hope this is what Madame Morina needs. I don't think we need any more shroom. Lots of valves, but no steam. Sind die denn? I can't turn it. This one's rusted, not welded. Okay, das ist eingerostet, okay. Hallo, erstmal Amanda Serafina. Wenn du mit helfen spoilern meinst, dann nein, bitte nicht. Wenn du gut gemeinte Ratschläge hast, ohne eine Lösung, wenn ich mal hänge, dann sehr gerne. Ansonsten bitte keine Spoiler. Oder Backseat Gaming oder irgendwie sowas. Was ist das denn? Ein Kühlschrank. A fridge. In this case, I'd consider labeling it as a potential floating coffin. If I open the door, it will just sink. Dusty boxes that are probably filled with spiders. Okay. Danke, dass du es verstehst. Ich möchte ja nicht einfach durchrennen, ich möchte es ja schon selber erleben und wir spielen es gerade blind. Von daher Spoiler nicht ganz so gerne gesehen. So. Na, wir sammeln auf jeden Fall Staubkörner, Staubkörner, Staubkörner. Ist ja auch was. Und dann noch eins. Warte. That grate won't come off. Okay. Tunnel ins Nirgendwo geht also nicht, da können wir nicht rein. Und hier ist auch zu Ende. Hier ist die B Street auch zu Ende. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück Richtung Main Street. Genau, und hier weiter nach rechts. Ah, und hier war der... Hier hat uns der Polizist rausgeholt. I can smell that it's not of interest. It's a sturdy, impenetrable gate. This looks like the other side of the gate I was stuck behind before. Genau. I have no desire to go back there. Ach so, okay. I can't budget. This could be the murder weapon. Warte, dann gucken wir mal. We should dust it for prints. Ja, genau. Benutze Fingerprint-Abdruckset mit Eispickel. Benutze Klebeband mit Fingerabdrücken. So, jetzt haben wir schon mal einen Fingerabdruck. Was sagt unser Notizbuch? So, okay, da haben wir auf jeden Fall die Fingerabdrücke. Dann können wir doch mal zur Hauptstraße wieder zurückgehen. Genau, Pickel untersuchen habe ich gemacht. Und die Banane, genau. Hallo Flake! Hallo Flake Aussie, schön, dass du da bist und einschaltest. Das freut mich sehr. So, wir haben jetzt ein Ding mit einem Fingerabdruck. Dann haben wir da auch dann eins drin. Benutze Fingerabdruck vom Eispickel da drin. Ah ne, da haben wir schon zwei drin gehabt, genau. Jetzt brauchen wir nur noch einen weiteren Fingerabdruck, den wir natürlich nicht haben. Einen Fingerabdruck haben wir. It has the fingerprint from the ice pick. The primary function of the Faker 3000 trademark is to analyze and produce a report. Ah, okay, ah, ja, ja, okay. Genau, wir haben doch das Fingerabdruckbuch. Kann ich das jetzt, Ah, okay, ah!
so geht das. Tschüss, Geran. Einen schönen Abend dir noch. Ding, ding, ding. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir da für einen Fingerabdruck haben. I don't want to pick Nein, that up. Den Bericht nehmen. Offiziell der Fingerabdruck war Willi Tevino. Aha. Der Willi also. Können wir den mal darauf ansprechen? Der hängt doch hier. Nee, nicht beim Quickie Pal. Wo hängt denn der rum? B Street? A Street? Ich weiß es gerade nicht mehr. B Street oder A Street? Völlig ungerührt. Ne, hier ist die Bushaltestelle. Dann. Nein, 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 nein. Dann war er in der A Street. Da würde ich ihn ja jetzt gerne mal drauf ansprechen, den guten Willi. Hey, buy me a drink. Hello again. Hello again. Do you know anything about the body or not? What body? I thought. We'll talk. Where? Loose change? You got any rents? I don't want to give away evidence. You got any gluten-free donuts? Okay. Na gut, aber wir haben ja die Pilze, dann sind wir eh hier schon mal richtig. Dann können wir das der Frau geben hier. Cast your lot before it's too late. Ja, 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 ja. Jetzt geht doch nicht aus dem Bild. Oh, da ist noch ein Staubkorn. Sehe ich gerade. So. Gib. So. I think I found your mushrooms. Sweet. Hand it over and we'll see what answers the void offers today. Well, who's the scumbag that did it? Unless the killer was a rainbow dragon powered by Starshine, I can't help you. But thanks for the shrooms. Leonard and I are gonna have a blast tonight. I should have you arrested for possession. Fantastic. I'm sure my dealer will make a great witness. You win this round, witchy woman. Hä? Goodbye. Welcome to the... How can I... Das hat überhaupt Goodbye. Nichts gebracht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Wie kacke. Okay, wir brauchen noch eine Blutprobe von der Leiche. Dann hätten wir alles. Wir brauchen nur die Kack-Blutprobe. Nur eine blöde... Ja, verarscht, aber echt, ey. Wie kriegen wir eine Blutprobe von der Leiche? Dann hätten wir die drei Dinger da zusammen. Loose change? Nee, 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 nee. Kein Loose Change für dich. Can I help you? Nice chatting. Got a murder to solve. Oh, warte, 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 warte. Wir machen noch ein bisschen sauber hier. So. Wie kriegen wir eine Blutprobe von der blöden Leiche? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der Pathologe hat hier irgendwelche Werkzeuge, aber er hat ja nichts hier. Oh, Moment. Wir haben einen Eispickel. Wir haben einen Eispickel. Die Leiche hat ein Loch im Kopf. Vielleicht können wir einfach mit dem Eispickel nochmal reinstechen. Würde ich dem Spiel zutrauen? It does look like that small hole in the back of his head could have been made by this ice pick. But then, I'm not a trained coroner. Ach so, okay, sie steckt das aber nicht da rein. But then. Okay, schade. Die ist hier, da ist sie ein bisschen blutig, ne? That's the coroner's. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das da irgendwie abkriege, wie ich da rankomme. Fingerabdruck. There's no more fingerprint powder left. Das macht ja auch keinen Sinn mit der. Die Leiche ist ein bisschen blutig. Aber ich weiß nicht, wie wir das Blut da abkriegen sollten. Bärenabwehr hilft uns ja auch nicht.
Hat der Sheriff vielleicht oben irgendwas? Aber hier ist er auch. Ja, der Restaurant, der braucht drei Sachen. Also am sinnvollsten wäre natürlich eine Spritze. Das wäre am normalsten. Aber das heißt ja nichts in diesem Spiel. Es muss ja nicht irgendwie was Normales sein. Warte mal, kann sie mit dem roten Ding irgendwas unter dem Blut sichtbar machen? I don't want to do that. It would make it look red. Ich probier's mal. Probier es mal ihr zu geben. Sure, I'll carry your crap. Dankeschön. Nutze. I don't want to do that. It would make it look red. Hallo Nati! Schön, dass du einschaltest. I don't want to do that. It would make it look red. It doesn't work on that. Warte mal, vielleicht können wir ja irgendwie. I can't put it in there. Ich dachte vielleicht abwischen oder so mit dem. Mit dem Dings. Ich weiß nicht, wie ich an die blöde Blutprobe rankomme.